habe ich ein High-End-Beauty-Haul für euch. Ich werde euch auch sofort, während ich über die Produkte spreche, mit euch zusammen quasi die Produkte auftragen, euch sagen, was ich gut finde, was mir vielleicht auf den ersten Eindruck nicht so gut gefällt. Also wie ihr das von mir kennt, einfach so ein bisschen näher am Produkt, dass wir auch gleich alle eine Meinung bekommen. Und ich habe etwas bei Douglas gekauft und natürlich auch bei Sephora. Es gab ja die 25% bei Sephora Frankreich, hatte ich euch ja letzte Woche Freitag erzählt und ich habe auch ein bisschen was von meiner Beauty Wishlist 2016 abgehakt. Das ist ja auch so ein kleines Projekt von mir dieses Jahr und was ich gekauft habe, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Dann beginnen wir mit dem ersten Produkt. Auf meiner Haut trage ich bis jetzt einen Primer, den Dr. Feelgood von Benefit. Mein liebster Porenperfektionierer überhaupt. Und die Nourish Your Glow Foundation und Augenbrauen. Und da es von der Reihenfolge passt, wie ich mein Make-up auftrage, beginne ich mit einem Produkt, welches ich bei Douglas gekauft habe. Den sehr wohlgehypten Urban Decay Naked Skin Concealer in der Farbe Light Warm. Er stand schon so lange auf meiner Einkaufsliste und wird bestimmt so sehr gehypt wie damals der NARS Radiant Creamy Concealer, den ich mir auch sofort gekauft hatte und ich ihn überhaupt nicht mochte. Er war mir viel zu dickflüssig, überhaupt nicht cremig genug und er ist mir in jede einzelne feine Linie gelaufen. Viele sagen, dass er cremiger ist, leichter auf der Haut. Ich habe ihn jetzt schon zweimal verwendet. Habt ihr auch am Mittwoch in meinem Weekly Bits and Pieces gesehen, da hatte ich ein kleines Get Ready With Me. Könnt ihr hier nochmal vorbeischauen. Und bis jetzt, ich habe noch nicht so wirklich eine Meinung, ich will ihn aber noch mit euch austesten. Wenn ich so ein bisschen mein Auge mache, seht ihr vielleicht meine Falten? Ja. Gerade hier so genau am Auge, wenn ich lache, da rutscht mir sehr gerne mittlerweile Produkt rein. Ich werde nun mal älter, was soll man machen? Deswegen bin ich gespannt und wir tragen es jetzt mal auf. Gleich merkt im Auftrag ist, dass er wirklich sehr, sehr leicht ist von der Konsistenz. Auf keinen Fall flüssig, aber wirklich sehr geschmeidig, schon so ein bisschen gelartig fast. Und er sich auch schön in die Haut einarbeiten lässt. Ich würde sagen, er hat eine mittlere Deckkraft. Wenn ich ganz starke Augenringe habe, würde ich auf jeden Fall noch einen Corrector auftragen. Was ich halt immer nur gemerkt habe, ist, dass wenn ich es ein bisschen gesettet habe oder gar nicht, also quasi beide Seiten, er ist mir doch ein bisschen in meine Falten gerutscht. Die Farbe Light Warm passt auf jeden Fall. Man sieht auch nicht wirklich, dass man Concealer trägt. Also er ist wirklich sehr, sehr leicht. Meine allgemeine Meinung ist bis jetzt, ja, ich finde ihn nett, aber er hat mich einfach noch nicht so vom Hocker gerissen. Ich werde nachher mal setten und dann nochmal schauen, wie er sich verhält. Also aktuell auf jeden Fall nett, schöne Textur und so weiter. Aber ich habe noch nicht diesen Wow-Moment. Weiter geht es mit meiner Douglas-Tüte. Und was sehe ich hier? Ich habe doch schon drüber gesprochen. Ich habe es auch nicht für Douglas gekauft. Aber Freunde, dieses Parfum, ganz kurz, ja. Wie lange habe ich das? Zwei Wochen. Schaut, wie viel da schon raus ist. Ich kriege nicht genug. Ich habe es schon quasi weggestellt, aber ich kann nicht mehr. Ich liebe es einfach. Es ist unfassbar, wie viele von euch sich das auch besorgt haben. Die meisten mochten es, aber es ist total verständlich. Ich meine, eine Highlighter-Empfehlung ist was anderes als eine Parfum-Empfehlung, ne? Und dann habe ich da aber auch schon in mein eigenes Reload Parfum Design, wenn ihr das nicht gesehen habt am Mittwoch, schaut es euch gerne nochmal an. Ja, das habe ich jetzt rausgebracht, das kann man bestellen. Und da steht bei Yamina 1404 drauf und weil ich auch nicht genug Parfum habe, sprühe ich noch mehr rauf. Ich liebe es. Darum geht es aber gar nicht, denn ich habe noch eine Sache bei Douglas gekauft. Und zwar ist es leider ein, also nicht wirklich ein Fehlkauf, nur mir wurde die falsche Farbe gegeben. Auch von Urban Decay, der Heavy Metal Glitter Liner in der Farbe Distortion. Ich wollte aber, ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt, den silbernen. Und sie hat mir leider den durchsichtigen gegeben und ich habe so einen schon. So, so schade, weil ich habe mich so gefreut, das ganze Glitter auf meinen Augen zu haben. Ich werde mir den in Silber quasi umtauschen und dann wird es definitiv einen Look geben, weil ich habe so, so gute Sachen über diese Glitter Liner gehört. Ich melde mich dahingehend zurück. Und jetzt kommen wir zum Sephora. Wobei ich muss sagen, ich habe mich echt gut benommen. Liegt aber auch daran, dass ich am Anfang des Jahres eine Beauty-Wishlist mir erstellt habe. Und ja, einfach nicht so eskalieren wollte, sondern lieber jeden Monat mir etwas kaufe. Und ich habe auch etwas von der Beauty-Wishlist abgehakt. Okay, wir fangen an mit einem Augenprodukt von Make Up For Ever, eine neue Aqua Cream.
ich habe ja schon die silberne Farbe da vorne. Das sind für mich komplett die besten Creme-Lidschatten, die ich jemals verwendet habe. So eine extreme Farbabgabe, die halten ewig. Da geht euch nichts verloren. Lidschatten drüber sieht wahnsinnig aus. Ich wollte halt nur neue Farben ausprobieren. Jetzt habe ich mir einen etwas alltagstauglicheren Ton gekauft. Die Farbe Nummer 12. Ich meine, es ist eine Überraschung. Es ist ein kupferfarbenes, warmes, orange-braun, bisschen verbrannt. Ich freue mich so sehr. Genau, was ich mir gewünscht habe, quasi mein Lieblingslidschatten auf der Welt, Woodwinked von MAC in Cremeform. Man muss die echt schnell verblenden. Seht ihr das? Weil die trocknen und da bewegt sich gar nichts mehr. Gehe aber erstmal mit meinem Ringfinger ins Produkt rein und trage es einfach auf meinem beweglichen Lid auf. Wow! Nehme dann meinen Mittelfinger, verzeiht, aber das klappt einfach am besten, übe wirklich minimalen Druck aus und arbeite das Produkt ganz leicht in die Lidfalte und blende es dann aus. Um die Kanten natürlich noch ein bisschen weicher wirken zu lassen, nehme ich meine liebste Palette, um Sachen auszublenden, die Naked Basics von Urban Decay und mische einfach den Foxy mit WOS. Es ist für mich einfach der perfekte One-Shadow-Look und das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Auch im Grunde habe ich ja zwei Pinsel verwendet. Am unteren Wimpernkranz kann man das auch wirklich nur mit dem Finger einmal auftupfen, bisschen ausrauchen, fertig. Also diese Creme-Lidschatten kann ich euch zu 100% empfehlen. Es ist auch nicht mein letzter, den ich davon kaufen werde. Das war es auch eigentlich mit den Augen. Ich trage noch ein bisschen Eyeliner auf, Mascara, super easy. Und dann widmen wir uns den Wangen und darauf freue ich mich ganz besonders. So, die Augen sind fertig, super einfach, super schnell. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, auf das freue ich mich am allermeisten, glaube ich. Hatte ich ja auch in meinem Beauty Wishlist 2016 Video gesagt, dass ich dieses Produkt haben möchte. Und ich kann quasi ein Häkchen dahinter machen, genau wie bei dem Make-up Forever Lidschatten. Und ich glaube, ich habe das ja in Monate aufgeteilt, ich glaube, ich wollte das im Dezember kaufen, aber sagte auch damals, und so ist es jetzt eingetreten, wenn es beim Sephora irgendeine Aktion gibt, was halt bei Sephora Frankreich ganz oft ist, dann kaufe ich mir das. Könnt ihr ahnen, was es ist? Ich hoffe schon. Oh mein Gott, ich glaube, das ist übertrieben. Es ist der Marc Jacobs Bronzer Brush und seitdem Marc Jacobs die Make-up-Linie gelauncht hat, was jetzt glaube ich bestimmt schon so 3-4 Jahre her ist, 3 auf jeden Fall, möchte ich diesen Pinsel. Oh, oh mein Gott. Glaub es einfach nicht. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich ein Fable für Pinsel habe. Und ich immer wieder sagen kann, investiert in hochwertige Pinsel, denn die machen euer Make-up schön, nicht das teure Make-up. Der fühlt sich fast noch schöner an als meine Tom Ford Pinsel und ich dachte, das wäre nicht möglich. Hier steht Marc Jacobs und da unten ist Silber und es ist die Nummer 12. Und ich glaube, je öfter ich ihn verwende, desto mehr wird er so ein bisschen buschiger werden. Aber ich sehe mich jetzt gerade gleich, gebt mir eine Minute, wie ich damit Bronze auftrage. Ich kann mir aber auch vorstellen, dann partiell Puder aufzusetzen. Ich benutze jetzt hier einen MAC Bronzer, der war mal limitiert, aber jeder Bronzer wird da gehen. Okay. Seht ihr, was ich mache? Ich verwende die Spitze, um das Produkt aufzutragen. Also gehe in, das ist auch ein Tipp an euch, gehe quasi in solchen Bewegungen auf meine Wange und dann lege ich ihn anders in die Hand und arbeite quasi mit der langen Seite und blende nach oben aus. Er fühlt sich einfach wie Seide auf meiner Haut an. Oh mein Gott. Das Warten hat sich gelohnt für diesen Pinsel. Er ist halt drauf. Und dann gehe ich nochmal in meine Hourglass Ambient Lighting Palette und nehme den Bronzerton quasi. Ich kann nicht oft genug wiederholen,
wie sehr diese Palette einfach der absolute Wahnsinn ist. Ich meine, schaut mal, es gibt einem innerhalb von einer Sekunde, seht ihr das, diesen ultimativen Glow auf der Wange. Das ist so subtil, aber sieht so frisch aus. Traumhaft. Ach, wow. Wow, 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 Jamina. Wow. I love you. Denn dieses NARS Blush hat die liebe Regi, die wir bestimmt alle vermissen, mal vor, ich glaube, es war jetzt 2 Jahre oder so her, in einem Video gezeigt. Und das ist der Blush in der Farbe Madly. Also auf den ersten Blick ist es erstmal eine absolute Schönheit. Aber man denkt sich so, ah, okay, es ist eher eine unscheinbare Farbe. Aber das ist, glaube ich, so eine Geschichte wie bei Tarte Exposed. Man sieht den und man swatcht den und denkt sich so, okay, irgendwie ist es nichts Halbes, nicht Ganzes. Dann auf der Wange entwickelt er sich einfach zu dem schönsten Blush auf der Erde. Und ich habe das Gefühl, der Ton ist so leicht pfirsich, aber auch relativ bräunlich, also Hautfarbe. Und jetzt swatche ich ihn mal, weil die Swatches im Internet sahen einfach ein Traum. Oh, wow. Hat einen ganz leichten Sheen, also ist auf gar, null Glitzer, gar nichts, sondern wirklich nur eine ganz leichte Bewegung. Also nicht matt, aber auch kein Schimmer. Natürlich nehme ich meinen neuen Pinsel. Gehe ganz leicht ins Produkt rein und gehe erstmal eher auf die Apfelbäckchen und blende es dann nach oben aus. Ist halt eine quasi unscheinbare Farbe, aber ich finde sie wunderschön. Ich glaube auch gerade Leute, auch so wie Reni, die relativ hell sind, können die traumhaft gut tragen. Auch ohne Bronzer sieht das, glaube ich, ganz, ganz toll aus. Ich glaube, da habe ich einen neuen Alltags-Lieblings-Blush. Ich nehme jetzt nochmal einen ganz normalen Stippling-Brush und verblende einfach nochmal ein bisschen die Kanten, dass wir ganz weiche Übergänge haben. So, und dann hatten wir noch im Paket mein allerliebstes Duschgel auf der Welt. Ja, das von Fa liebe ich und das erwähne ich auch öfter, einfach weil es einfacher zu kaufen ist. Und ich halt, habe ich schon 1000 Mal gesagt, niemals zu euch sagen würde, bestellt bei Sephora, nur deswegen. Aber wenn ihr da bestellt, es ist der Wahnsinn. Das ist Peony und es riecht, oh, es riecht einfach wie eine pure Pfingstrose. Das Erlebnis in der Dusche ist einzigartig. Ich habe schon 10.000 Mal drüber gesprochen. Ich muss es immer haben. So, und um den Look abzuschließen, verwende ich mal eine neue Kombi. Kinda Sexy von MAC. Und dann gebe ich ganz leicht von Essence 03 Almost Real. Und das war es soweit. Jetzt komme ich aber noch mal ganz kurz zurück zum Concealer. Ich nehme noch etwas von meinem NARS Light Reflecting Setting Powder. Da muss ich euch nochmal updaten. Die Deckkraft hier vorne könnte durchaus ein bisschen stärker sein, finde ich. Er überzeugt mich nicht total. Also das ist so eine Sache, muss ich wirklich nochmal an mich zurückmelden. Der Rest meines Hauls, große Liebe. Bin total gespannt, welches Produkt ihr am interessantesten fandet. Und viele von euch hatten ja auch bestellt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch bestellt habt oder ob ihr euch jetzt mal so ein bisschen inspiriert habt. Das würde mich mega interessieren. Wenn euch noch interessiert, was ich mir das Jahr über noch so kaufen möchte, dann schaut euch gerne meine Beauty Wishlist an. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr genau hier raufklicken. Alle Infos, alle Produkte und so weiter sind nochmal in der Infobox. Dann schaut da gerne vorbei und wir sehen uns dann Mittwoch in meinen Weekly Bits and Pieces. Folgt mir währenddessen noch gerne auf Snapchat und Instagram. Das ist auch alles in der Infobox. Und dann bis Mittwoch.